Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tour von mir. Ja, heute soll es mal in die grüne Hölle gehen. Ja, das ist hier die Route 55 von der Südeifel Naturpark. Jo, wenn ihr Lust habt mitzukommen, ja, dann kommt einfach mit und viel Spaß mit diesem Video. Ja, hier am Wegesrand versteckt sich ja schon die erste Felsformation, feinster Sandstein. Ja, so viele Höhenmeter hat ja die Tour nicht und so viele Kilometer auch nicht. Also etwas über 6 Kilometer ist die Runde. Ja, die lässt sich eigentlich als leicht noch einstufen. Bloß ein bisschen trittsicher muss da mal sein. Ansonsten wird sie wahrscheinlich einfach sein. Und wenn man noch ein paar Aussichten mitnimmt, naja, da werden es vielleicht noch ein paar Kilometerchen mehr sein. Ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, wie ich gerade sagte, gibt es ab und zu mal hier so hier Aussichtsplattformen. Die muss man natürlich nutzen. Also gehen wir jetzt erstmal hier die Treppen hoch und schauen dann mal ins Land. Ja, vor mir wird jetzt so Bollendorf angestrahlt von der Sonne. Ja, es ist ein richtig schöner Blick. Vorhin war noch Nebel, da hat es sich noch gar nicht gelohnt. Jetzt ist es wirklich um 10 beste Zeit. So, dann tauchen wir mal in diese grüne Höllenschlucht hier ab.
Jetzt war ich hier am Predigtstuhl und da stand ja noch mal nach oben Aussicht dran. Ja, gucken wir mal, ob wir eine sehen. Wirklich wunderschön. Ja, hier ist noch so eine kleine Bank. Da können wir ja mal eine kleine Pause machen. Ja, wir haben es kurz vor 12. Bierpause gibt es heute nicht. Ich muss heute wirklich noch Auto fahren, denn auf dem Parkplatz darf ich nicht stehen bleiben. Es ist alles hier meistens verboten. Ja, da muss ich mal einen anderen suchen. Da gibt es eben heute nur Wasser. Aber oh, das tut auch gut. So, von hier habe ich jetzt noch 3,8 Kilometer. Also irgendwie habe ich schon die Hälfte weg. Ja, ich habe mich dann mal wieder auf den Weg gemacht. Ja, jetzt geht es erstmal durch eine wunderschöne Schlucht. Absolut spitze. Thank you.
Gut, das war jetzt der kleine Rundweg hier am Eulenhorst. Ja. Oh, ich muss jetzt wieder zurück, weil es ist bloß so ein Rundweg. So, dieser Durchgang nannte sich jetzt Grüne Helle. Ja. So, jetzt heißt es noch mal ein bisschen die Felsen genießen, denn es geht gleich zum Ende zu. Gut, an den Häuschen war ich heute schon mal. Also ist hier auch meine Tour beendet. Ja, also mir hat es heute richtig gut gefallen. Sandsteinfelsen gehen natürlich immer. Ja, das ist eben nur was Schönes. Ja, und demzufolge werde ich auch heute volle Punkte für diese Tour geben. Ich habe natürlich mir einen ganzen Tag Zeit genommen. Das löste auch in 2 Stunden. Aber alleine schon diese Filmaufnahmen dauern schon ein bisschen länger. Ja. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.